Jo Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen zu Tag 2. Ich habe gerade das letzte Video sogar noch beendet. Wir starten jetzt in unseren zweiten richtigen Tag hier und was heute auf dem Tagesprogramm ist, seht ihr gleich. Wir fahren jetzt erstmal zum Discounter unseres Vertrauens, besorgen uns Wasser, hier muss man echt viel trinken und Frühstück und los geht's. Of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on. So Freunde, wir haben uns jetzt hier zwei frische Bikes gemietet, sind damit, keine Ahnung, wie viele Kilometer werden das sein, 6 Kilometer oder so. Reisens, glaube ich. Sind wir jetzt hier hingefahren an den Leuchtturm von Bibione, könnte man sagen. Ich zeige euch den gerade mal. Übrigens nur, ich muss ein bisschen die Bikes im Auge haben, weil die kann man ganz easy klauen. So Freunde, da ist er. Leuchtturm auf Bibione. Sehr schönes Haus mit dabei. Und dann haben wir hier nebendran direkt einen wunderschönen Strand mit Steinen. Richtig schöne Bucht. Ist halt, alle reisen hier irgendwie mit dem Fahrrad an, weil hier ist kein Parkplatz in der Nähe. Ja, man muss mindestens 3 Kilometer irgendwie hinlaufen. Und war es die beste Idee, die wir hatten, diese Dinger hier zu mieten. Alle anderen sind mit dem Rad hier hingefahren. Freunde, ich weiß auch gar nicht, ob man diesen Raddingern hier, also der Junge zählt ja schon als Elektromofa, würde ich mal sagen, ob man damit hier auf den Radwegen fahren darf. Ist mir tatsächlich auch egal. Ich bin in diesem Fall gerade Ausländer. Ich darf da. Wenn einer was zu sagen hat oder zu meckern, dann soll er sich melden. Und gebt euch das jetzt mal. Ich glaube, auf der Kamera seht ihr das gar nicht, aber komplett da hinten am Horizont von Massa sieht man die Berge. Komplett. Also man guckt quasi einmal komplett nach Kroatien runter. Das ist der Hammer. Back in the city. Ihr habt die Szenen gesehen, echt nice. Haben jetzt die Dinger abgegeben, laufen jetzt wieder zum Auto. Und ich denke mal, dann machen wir heute nichts anderes mehr, als hier am Strand zu chillen. Mal sehen, was heute noch ansteht. Wir sind im Auto, sind auf eine ganz andere Insel gefahren. Ich zeige es euch mal ganz kurz auf Google Maps. So, wir waren die ganze Zeit hier in Bibione und sind jetzt aber hier rüber nach Ligano gefahren. Ja, da ist auch der Lidl, wo wir heute Morgen fahren. Ja, da ist auch unser Discounter des Vertrauens, wo wir vor kurzem waren. Zu dem werden wir jetzt gleich hinfahren, uns noch, keine Ahnung, irgendwas Leichtes zu Abendessen holen. Also es war zwar echt nice, jetzt mal 2 Stunden im Meer drin zu liegen. Ich habe mich auch wie die größte Rosine gefühlt. Es hat auch echt geil abgekühlt, aber jetzt merke ich einfach wieder, wie derbe dieser Sonnenbrand kickt und dass wir hier einfach 40 Grad Außentemperatur haben. Freunde, das ist nicht normal. Vielleicht heute Abend in den Luna Park gehen. Das ist so eine Art Riesenkirmes, die hier dann einige Monate haben. Ja, dann denke ich mal, gehen wir irgendwann nochmal ins Meer, weil das ist echt kaum auszuhalten bei der Hitze. Ja, und dann lassen wir den Abend ausklingen. So ist der Plan bis jetzt. Man weiß nie, was passiert, Freunde. Darum würde ich sagen, wir sehen uns gleich wieder. So, Freunde, angekommen hier im Luna Park. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal auf die Kirmes, die im Hintergrund ist. Freunde, der letzte Luna Park hat uns irgendwie nicht so zugesagt. Darum sind wir jetzt zu dem hier gefahren. Die Riesenkirmes.
15 Minuten entfernt. Top Sache. Komplett andere Sachen hier höchstwahrscheinlich. Und hier ist noch weniger los. Hier ist nichts los. Gut, wir haben auch unter der Woche. Keine Ahnung, wie es in Italien läuft. Jo, Freunde. Wie immer habe ich vergessen, das Ende zu filmen. Irgendwie fängt es auch gerade schon wieder an zu regnen. Wir waren noch eine Nacht am Krematorium, wir sind gerade aufgestanden. Hier ist es halt einfach geil ruhig, hier ist nichts los. Ja, und letzte Nacht hatten wir irgendwie das Gefühl, dass ein Tornado kommt. Das war schon der Hammer. Also sollte um 1 oder so sollte es regnen, gewittern. Dann von 4 bis 8 heute Morgen nochmal und ich glaube, das war auch die Zeit. Man wurde einfach nur wach, hier draußen ging die Welt unter. Man hat Angst, dass gleich ein Baum aufs Auto fällt. Keine Ahnung, es ging auf jeden Fall echt ab. Das Gute ist, wir hatten gestern Abend noch irgendwie um die 30 Grad, nachts um 12. Ne? Das ist jetzt richtig schön runtergekühlt. Das heißt, man kann jetzt mal ganz entspannt hier chillen und so eine Nacht auf sich wirken lassen. Ja, und ein neues Video beginnt. In diesem Sinne, Freunde, wir sehen uns im nächsten Tag, in ein paar Tagen. Also für den nächsten Tag. Mal gucken, was passieren wird.